Willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Wir befinden uns hier am Anfang im Fähigkeitenmenü, weil wir noch die 4 Fähigkeitspunkte vergeben müssen. Feuerschaden. Das ist wichtig. Dann gucken wir mal, was können wir denn hier denn machen? Der Fächerschuss ist auf jeden Fall wichtig. Rasches Attentat. Ja, dann war's erstmal. Beziehungsweise, wir haben im Moment die, oder auf der Karte haben wir hier ein Megeres nichts mehr groß zu tun. Beziehungsweise, wir werden mal eine Sache machen, wir werden ihren Anführer erledigen. Ich meine, ich weiß noch nicht, für welche Seite ich mich entscheide, aber aus dem Grund, mit der ganzen Sache mit dem Vater oder so, zumindest als Rache ist, ihren Punkt hier zu schwächen. Und danach werden wir die Quest mit dem Hai machen. Ein Hai für die Überfahrt, wo wir die Halskette suchen müssen, weil wir da, wo wir aus Kelefenia abgefahren sind, ja die Höhle entdeckt haben, wo es versteckt sein soll. Also in diesem Haus befindet sich der Anführer. Dann statten wir mal ihm einen Besuch ab. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Oder haben wir den schon ausgeschaltet? Schade, wir haben den anscheinend schon ausgeschaltet. Das hat anscheinend gerade nur gebuggt, die Ansicht. Dann kehren wir mal hier ein in Kelefenia. Und wir haben das Sternobservatorium leider nicht synchronisiert. Und deshalb werden wir wieder auf die Statue des Zeus gehen und von dort aus zur Insel gehen. Ich kann dich sehen. Ah, dass wir die Gegner erfassen können. Ah, man kann auch warten, bis sie essen müssen. Du kannst Feinde mit Hilfe deines Adlers erfassen oder indem du mit dem Bogen auf sie zielst. Dann bin ich mal gespannt. In 700 Meter in diese Richtung. Aber wir müssen, glaube ich, vom Speer hier runterspringen. Ja. Beziehungsweise können wir jetzt vielleicht zum Boot reisen. Ah ne, das Boot ist hier angelegt. Das bringt jetzt so viel. Dann müssen wir uns halt mit unserem Pferd auf die Reise begeben. Aber die ersten Schritte können wir noch zu Fuß machen. Und stimmt ja, wir haben ja als letztes noch eine Nachricht bekommen, dass jetzt die Krankheit ausgebrochen ist. Also haben wir uns anscheinend falsch entschieden in der Sache mit dem Priester und der Freundin von der Phoebe. Oh, ich bin auf Markus Weingut. Dann können wir auch hier wieder Phobos rufen. Los. Aber eigentlich frage ich mich, wenn die Familie doch jetzt alle hier angesteckt hat und es deshalb viele Tote gab,
Konnte man sie da nicht heilen oder sind sie dann zu niemandem gegangen und haben nach Heilung gefragt? Oder besser gesagt, die haben ja gesagt, die haben wenig Geld oder ihnen wurde überhaupt verwehrt, dass man sie heilen wollte. Tempel des Zeus. Ja, komm, wir erledigen kurz das Alpha-Tier hier. Du stirbst von einem Drittspartas. Und wir haben das Alpha-Tier erledigt. Und so haben wir wieder einen Ort abgeschlossen. Auf jeden Fall nice. Und dann gehen wir mal so weit mit dem Pferd, wie wir können. Und dann müssen wir wieder schwimmen. Oh Gott. Tut mir leid, Pferd. Aber den Rest gehen wir zu Fuß. Oh, Insel des Zeus. Ein paar Drachmen zum Mitnehmen. Nice. Und da ist ein versunkener Tempel anscheinend. Irgendwo soll hier eine Gefahr lauern. Oh Gott, ein Hai. Hier ist eine Kiste. Komm, schwimm durch. Dann tauch erstmal wieder ein bisschen auf und jetzt holen wir uns die Sachen aus der Kiste raus. Und wir haben die Halskette der Prokis gefunden. Und wir haben die Quest auch abgeschlossen. Dann gehen wir zur Karte. Ja, und da ist es gut, wenn wir hier schnell die Schnellreise betätigen, aber dafür müssen wir erst aus dem Wasser raus. Beziehungsweise, wir haben hier noch ein Fragezeichen. Das würde ich gerne noch aufdecken in 200 Meter Entfernung. Und danach käme mit zur Halskette zurück. Und dann habe ich gesehen, gibt es inzwischen noch eine neue Quest auf Killefenia. Und wenn wir die erledigt haben, geht es mit dem Schiff weiter zum nächsten Ort, wo wir dann zum Orakel von Delphi gehen. Ja, bin ich mal gespannt, was wir dann von denen zu hören bekommen, von den Gemüsehändlern. Weil die wollen ja die Kette haben und, ja stimmt, den anderen Schatz dürfen wir behalten, die 20 anderen Drachen oder was da waren, so gütig sind sie dann. Mal sehen, ob wir dann vielleicht auch, wenn wir zu denen gehen, einfach sagen können, ja, wir haben es nicht gefunden. Frack des verlorenen Banditen. Auch hier gibt es einen Schatz zu plündern. Da ist der Schatz. Athena Hüftrieben. Und 50 Drachmen ungefähr. Das ist auf jeden Fall gut. Und wir sind wieder im Wasser. Aber, und wir haben ein weiteres Queststück abgeschlossen. Wieder 400 Erfahrung. Die nehmen wir gerne mit. Und schnell noch diese Pilze da. Ne, die Pilze, die Eisenbrocken mitnehmen. Wie komme ich auf Pilze? Und jetzt können wir auch zu Zeus Blitz reisen. Und dann ab zu den Gemüsehändlern. Und wir sind wieder auf der Statue von Zeus. Die 280 Meter, dann haben wir noch einen guten Abendspaziergang. Und hier haben wir auch nur Stufe 2. Irgendwie müssen wir eigentlich mal die Leute finden, die das Kopfgeld aussetzen und entweder erledigen oder ausbezahlen.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob die uns abziehen wollen oder ob sie uns vielleicht auch noch was geben. Weil wenn sie uns nicht mal was dafür geben, ist ja eigentlich schon so, wenn die Kette was wert wäre, wäre das eigentlich schon, was hätten wir davon, hat da schon die Cassandra recht. Noch 60 Meter. Ob die um die Uhrzeit noch dastehen? Ja, da sind sie noch. Dann reden wir mal mit ihnen. Ja, wir geben sie ihnen sofort. Das ist die Halskette. Und was kriegen wir dafür? Der Hai hat sich ganz schön gewehrt. Sie muss ihm gefallen haben. Stimmt, die hat ja gesagt, er wird vom Hai bewacht. Weg. Nie wieder Gemüse. Wir beginnen ein neues Leben. Weit weg von hier. Ich weiß, wie das ist. Viel Glück. Und 200 Drachen. Also haben wir doch was bekommen. Dann bin ich auch zufrieden. Und noch 1400 Erfahrung. Das ist natürlich noch viel besser. Und dann müssen wir hier bis ans andere Ende der Insel. Das kann natürlich dauern. Phobos, wir brauchen dich. Komm schon. Mann, da backt der rum, der Phobos. Dann folgen wir mal hier der Straße. Die müsste uns eigentlich ja in die Richtung führen. Und eventuell bin ich bin mal gespannt, wie das von der Quest läuft. Ob das vielleicht jetzt eine Quest ist, wegen der Krankheit, die umhergehen soll auf der Insel. Oder ob wir da überhaupt nichts mehr tun können. Hier ist ja das Dorf, wo die Krankheit ausgebrochen ist. Im Dorf Kausos. Baut anscheinend auch niemand mehr auf. Denken wohl, da bekommen sie die Pest, wenn sie den Ort nur näher kommen. Komm, 600 Meter. Die gehen mir noch querfeldein. Und ich sehe, da vorne kommt auch dieser Synchronisationspunkt. Ich glaube, den nehmen wir am besten mit. Weil wir haben ja gesehen, es könnte, kann schon Weg erleichtern. Weil wir mussten jetzt schon ewig weit mit dem Pferd hier an Strecke zurücklegen, dadurch, dass wir den nicht haben. Hätten wir uns nämlich direkt in die Nähe porten können. Da oben ist das Observatorium. Dann klettern wir mal den Turm hier hoch. Ah, die Leiter braucht niemand. Auf die Fackel drauf. Komm, halte ich da fest und jetzt zieh dich hoch. Mit einem Schwung und synchronisieren. Dann haben wir also auch den zweiten Aussichtspunkt von Kefalenia. Ah, da schwimmen ein paar Schiffe im Hafen. Die Insel, wo wir groß wurden. Sternobservatorium, Schnellreise freigeschaltet. Aber nun gehen wir mal zur Quest und viel wichtiger wollen wir dann mal herausfinden, um was es da geht. Mann, Cassandra, nach unten laufen. Boah, wie laut ist denn der Bach hier? Ja, es sieht auf jeden Fall wie ein nice Fleckchen Erde aus. Ah, das ist die Bucht. Ich muss mich verstecken. Ach so, das ist die Bucht, wo in der Bucht haben wir den Zyklopen getötet. Ob da immer noch Leute von ihm sind? Und wir sind fast tot. Das war gerade so nicht gewollt. Aber wir heilen zum Glück. Ist es Markus? Nee, Davos. Muss ich? Wenn du weißt, was gut für dich und deinen Geldbeutel ist, dann ja. Ich bin ganz Ohr. Ich bin aus Athen verbannt worden. Ich weiß, wenn man mich so ansieht, ist das sehr schwer zu glauben. Aber ein erfolgreicher Verbannter, der mir genug bieten sollte, damit ich interessiert bleibe. Du hast ein gutes Auge. Dein Problem? Es ist mein Bruder Ornios. Banditen haben ihn gefangen. Wir wurden angegriffen, als unser Schiff anlegte. Die müssen den Reichtum über das Meer gewittert haben. Ich konnte entkommen, aber er sitzt im Hafen wie ein Tier in einem Käfig. Kein Problem. Und du willst, dass ich ihn befreie.
Bring ihn zu mir, ohne dass ihm mein Haar gekrümmt wird, und ich bezahle dich gut. Also wollte dich jemand aus Athen raushaben? Müssen wir hören, bevor uns kein Geld geben kann. Genau zu sein. Ornius und ich wurden aus demselben Grund verbannt. Betrug nannten sie es. Aber so ist das Leben, nicht wahr? Du kennst das bestimmt auch, oder, Söldnerin? Was? Das Söldnerleben ist natürlich kein ehrliches Leben. Aber keine Sorge. Bei mir ist dein Geheimnis sicher. Hüte deine Zunge, alter Mann. Wir retten ihn. Ich rette deinen Bruder. Aber nicht umsonst. Aber Betrug, der gibt uns bestimmt nichts. Drachmen sind die einzige Sprache, die ihr Kefalinia versteht. Ich bin keine Kefalinierin. Ja, ich bin Spatiate, noch schlimmer für dich. Zumindest wenn du uns betrügen solltest. Erstmal schalten wir den hier oben aus. Weil der kann uns dann nur noch, hätten wir den dann gerade ernsthaft rekrutieren können. Für unser Schiff. Banditen. Komm, ganz runter, Cassandra. Stück für Stück, du schaffst das. Hier können wir noch schnell den Schatz hier mitnehmen. Reichtum des Bruders. Dein Bruder schickt mich. Ich wusste, er rettet mich. Wie schnell ja eine Gehilfin gefunden hat. Ich hoffe, er bezahlt mich. Ich bin es, die dich rettet. Und wenn das Geld deines Bruders nicht wäre, würde ich dich an die Schweine verfüttern. Komm mit. Bleib in der Nähe und halt den Rand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, er wird nicht angegriffen, sonst wäre er wahrscheinlich tot. Die hätten wir erledigt. Dann, man rennt weg. Dann müssen wir ihn schnell folgen. Und er ist gleich bei seinem Bruder, also das war ein schneller Auftrag. Hey, hier ist sein Bruder. Ernsthaft, jetzt müssen wir wieder runter. Hallo? Gut. Ornius, endlich wieder vereint. Ah, jetzt darf aber wieder Jolen. Immer diese Raubeine findest, Bruder. Aber sie leisten gute Arbeit. Das ist sehr rührend. Aber ihr schuldet mir Geld. Ich habe gesehen, wie du eine meiner Truhen geplündert hast. Betrachte es als Schmerzensgeld für deine Hybris, Malaka. Sie hat dich heil hergebracht, Ornius. Lass sie gehen. So schnell wie möglich. Banditen haben schon nun 200 Drachmen. Hat sich also gelohnt. Und sie haben uns auch nicht betrogen. Dann schauen wir mal... Ja, wir gucken gleich ins Questbuch. Kleptusbucht. Den Gefangenen haben wir befreit. Hier gibt es keine Quests. Hier gibt es auch keine offenen Quests. Dann würde ich sagen, können wir wieder zu Schiff gehen. Und als erstes müssen wir uns um das Schicksal des Wolfes kümmern. Dann müssen wir mal gucken, wo müssen wir denn hier hin? Wir müssen nach hier oben. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Wie ist jetzt denn die Erklärung von diesem Elpenor? Dann müssen wir wieder die Schnellreise zum Zeus Blitz machen. Und dann schnell zum Schiff und auf nach Focus. Elite-Gegner sind noch stärker, bieten aber auch bessere Belohnungen. Und wir sind wieder Nash-Statue. Dann springen wir mal runter und machen uns auf zum Schiff.
Komm, wir müssen uns ein bisschen heilen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das haben wir aber überlebt. Kein Problem, Phobos. Wir brauchen dich. Rennet weg. Rennet weg. Na los. Und jetzt auf zum Schiff. Und dann bin ich mal gespannt, was für eine Erklärung Elpenor jetzt hat. ...3000 Meter sind schon ein gutes Stückchen. Hoffentlich werden wir nicht von Banditen auf See angegriffen. Ach so, das Schiff ist im Moment nicht da. Dann müssen wir sie kurz rufen. Und warten, bis sie kommt. Dann schicken wir mal unseren Adler, um die Nachricht zu überbringen. Und sie ist schon gekommen, also sie ist schon flott unterwegs. Das ist Odessa. Verabschiedet euch! Sie geht also jetzt auch mit uns auf ihre eigene... auf ihre eigenen Abenteuer. Wir haben es ihr ermöglicht. Macht schneller! Mal schauen, ob sie bis zum Ende überleben kann oder ob sie irgendwann stirbt. Was für Schatten sind es da hinten? Sind wir jetzt hier gerade in der Bucht? Hoffe mal nicht. Ja, wir holen uns das Olivenholz. Und es schaut aus... Was für ein Zeichen ist da? Das sieht aus wie so ein Lorbeerkranz. Oh, ist ein Kopfgeldjäger. Oh Gott, die haben Feuerpfeile. Schnell, wir müssen einfach geradeaus weiter, dass sie uns nicht bekommen. Und wir müssen hier einen kleinen Abstecher nehmen. Um diese Insel hier herum. Was? Morgen. Was für ein Symbol haben wir denn hier drauf? Ah, wir haben einen Adler drauf. Deine Schlange erlegt. Ja, wir sollten innerhalb von wenigen Minuten angekommen sein. Und ist da ein Hai gewesen? Jetzt nur noch 1500 Meter. Und mal schauen, ob der Elpenor jetzt eine falsche Schlange war, wie ich die ganze Zeit vermutet habe, oder ob er uns auch Geld gibt, wenn wir ihn anlügen, dass wir ihn erledigt haben. Oh, hier ist auch eine Insel zum Anlegen. Müssen wir auch mal erkunden, was man so alles hier auf See kriegen kann. Ist es die Insel oder irgendwie kommt mir das wenig vor? Ah ne, das ist ja auch... Elpenor ist ja auch in der Insel drin, das kann also schon stimmen. Und wir legen an. Neuer Ort entdeckt, Kira. Hm, wo ist Odessa hin? Wir sind auf jeden Fall auf der Insel. Und hier haben wir dann anscheinend wieder viel, viel Neues zu entdecken. Aber als erstes kehren wir zu ihm zurück. Ich frage mich, ob sie je hier war. Wahrscheinlich. Ianos Treff. Und hier schon wieder ein Markt. Und da ist... irgendwo auch wieder ein Synchronisationspunkt. Oh, wir hatten anscheinend noch ein bisschen Blut an uns, wenn wir das Wasser rot gefärbt haben. Ach so, hier oben. Das sollten wir eventuell auch in der nächsten Folge oder noch in dieser Folge mitnehmen, den Synchronisationspunkt. Aber nun kehren wir erstmal zu Elpenor zurück
Und ich bin mal gespannt, wie er reagieren wird, uns zu sehen. Aber wir sind auf jeden Fall für den Hinterhalt bereit. Da ist er. Wie war es in Megaris? Der Wolf ist tot. Sehr gut. Der volle Lohn, wie versprochen. Sie lügt ihn an. Dachtest du, ich würde feilschen? Ach komm, Cassandra. Ich schicke nicht jeden Tag jemanden los, den eigenen Vater zu töten. Aber er war ja auch nicht dein wahrer Vater, oder? Was weiß er? Warum musste ich Nikolaus töten? Weil ich wusste, dass du es kannst. Oh, warum ihn? Weil er genial war. Er hätte Athen in einem Monat oder zwei erobert. Und du bist aus Athen. Er verfügt nicht über die Gerissenheit des Wolfs. Also er kennt alle. Du wolltest Athen retten? In einem schnellen Krieg ist kein Geld zu machen. Ich weiß, es ist etwas viel auf einmal. Komm. Sag mir, Söldnerin, hast du etwas von Wert bei deinem Treffen mit dem Wolf gelernt? Genug geredet. Ich sollte dich hier und jetzt umbringen. Die Wut, der Zorn. Und sie sagten, du wärst anders. Aber Blut ist dicker als Wasser, nehme ich an. Sie? Welches Blut? Du lässt wirklich lieber die Muskeln sprechen als deinen Verstand. Eine Schande. Ich hätte dich für weitere Aufträge brauchen können. Malaka, du meinst, du kannst Spielchen spielen? Ich schneide dir die Zunge raus. Da kommt schon die Wache. Sehr enttäuschend. Also er will die Wache auf uns aufhetzen, dass sie uns erledigt. Und er glaubt, zwei Leute können uns dran kriegen, da hat er sich aber geschnitten. Dann ist es also noch um einiges besser, dass unser Vater noch lebt. Aber eins hat er natürlich erreicht. Unser Vater hat im Moment den Ruhestand in Sachen Armeebefehligen eingelegt. Wir hätten ihn eigentlich noch davor fragen müssen, wo er von der Verbindung wusste. Sollte mich in seinem Haus umsehen. Ja, und hat wieder die anderen für ihn die Arbeit machen lassen und sterben lassen. Ach, Söbe, du hast ihn direkt zu mir geführt. Elpino sucht nach einer Frau. Auf wen er es wohl jetzt wieder abgesehen hat. Wahrscheinlich deine Mutter. Elpenor, bezüglich deiner Suche nach dieser Frau. Wenn jemand weiß, wo sie sich aufhält, dann am ehesten die verrückte Priesterin am Heiligtum des Asklepios. Ich würde selber dorthin gehen, aber sie macht mir Angst. Deine ergebene Antonide. Ein Ladungsverzeichnis. Elpenor hat sowohl an Sparta als auch an Athen Waffen verkauft. Der Krieg ist in seinem Interesse. Ich habe viele heimtückische Menschen getroffen. Aber sie waren nichts im Vergleich zu Elpenor. Jeden Stein werde ich umdrehen, bis ich diese widerwärtige Schlange gefunden und zur Strecke gebracht habe. Vor ihnen hat unser Vater uns gewarnt. Quest abgeschlossen, das Schicksal des Wolfes. Also Elpenor ist immer noch in unten Fokus. Ah, jetzt haben wir auch den Helm des Wolfes. Die gibt uns auf jeden Fall mehr Rüstung. Abenteuergürtel, ne, das passt. Schwert haben wir noch eine Axt, aber die ist um einige schlechter. Odysseus Bogen ist auch recht gut. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal die Quest hier am Anfang an. Ja, und dann war es das wahrscheinlich erstmal für diese Folge.
Aber wir nehmen noch auf dem Weg dorthin dieses Fragezeichen mit. Aber hoffentlich, wenn wir Elpe noch wiederfinden, gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, was herauszufinden. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ach so, das ist das Haus des Anführers gewesen. Nein, wir gehen. Das war jetzt vielleicht nicht schlau. Aber es hat den Start etwas geschwächt. Aber die Frage ist auch, wenn Elpenor den Krieg so lange halten will, wie er will, und beide Seiten schwächen will, warum lässt er sich dann bei Sparta nieder? Weil wenn rausgekommen wäre, dass er den Auftrag gegeben hat, wenn ich es wirklich gemacht hätte, dann wäre er doch eigentlich dran gewesen. Scheiß drauf. Scheiß auf. Was ist dein Problem? Was gibt's? Was ist nicht mein verfluchtes Problem? Das Orakel zum einen, die See zum anderen, von meiner Mannschaft ganz zu schweigen. Du hast mit dem Orakel zu tun? Du bist weit weg von Delphi. Hatte zu tun. Und womit ich zu tun habe, geht dich nichts an. Ich brauche keine Söldnerin. Wenn überhaupt, dann brauche ich Götter. Ich bin ein Gott. Du brauchst Götter? Ich bin das Nächstbeste. Oh, eine lebende Göttin? Du kannst dich verkaufen, das lasse ich dir. Also, wer bist du? Ich bin Gelon, von der Haizahn. Die Haizahn ist dein Boot? Sehe ich aus wie ein verfluchtes Fischersweib? Ich führe ein Schiff, kein Boot. Mhm. Es war nur eine Frage. Ich bin hier, um zu helfen. Oh, es ist nicht deine Schuld. Nach dem Geschäft mit dem Orakel wollte ich mein Schiff und meine Mannschaft hier treffen. Und sie tauchen nicht auf. Und sie sind nirgends zu sehen. Also du hast das Orakel befragt? Die? Von wegen. Eher würde ich den Wind aus meinem Arsch befragen. Hm. Warum warst du sonst dort? Rein geschäftlich. Ich schätze, ich kann es dir verraten. Sie sagt mir, woher die Pilger kommen. Dann sorge ich für ihren Transport und wir teilen die Einnahmen. So läuft das. So, du willst mir also sagen, das Orakel hätte eine göttliche Eingebung, von woher die Pilger anreisen werden? Ha, nein, verdammt! Sie fragt die Gläubigen, wie voll ihre Häfen sind und sagt es mir. Ganz einfach. Aha. Also, wo ist die Haizahn? Ich wäre nicht hier, wenn ich es wüsste, oder nicht? Also gut. Ich drücke es anders aus. Wo sollte die Mannschaft jetzt sein? Nun, ich schickte die kleine Giki fort. Pilger laufen im seichten Wasser oft auf und, wir helfen sozusagen. Oh, die Kleine? Ja, die beste Hilfe, die ich je hatte. Und mehr. Finde mein Schiff und meine Giki, ja? Ich bezahle dich. Ich finde heraus, was geschehen ist und bring sie her. Ich finde sie und komme so schnell es geht zurück. Ein weiterer Auftrag für uns. Und es ist ein Kopfgeldjäger in der Nähe. Wir schauen mal, welches Level hat der. Eventuell ist es noch ein guter Abschluss für diese Folge. Komm, der ist Level 12. Zwei Level über uns. Den bekommen wir. Komm. Zur Hälfte haben wir ihn ja schon runter. Lakolos, der Gesichtslose, wir bekommen dich klein. Es haben schon viele Kopfgeldjäger versucht, uns klein zu kriegen, aber es hat bisher noch niemand geschafft. Nein, ich wollte nicht in die Richtung.
Oh Gott. Weg, 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 weg. Wir müssen uns wieder heilen. Und er hat uns erwischt. Mist. Das war zwar nicht das Ende, was ich mir erhofft habe, aber das war jetzt das Ende der Folge. Ich bin am Spannen beim Zusehen. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alistair. Ciao.